dürfen wir vorstellen, das ist Pepper, das OP-Orakel für die Fußball-Weltmeisterschaft. Die mongolische Wüstenrennmaus wohnt oben auf der Amöneburg und hat somit optimale Sicht in die sportliche Zukunft der Fußballnation. Sie wird vor den Spielen der deutschen Nationalmannschaft das jeweilige Ergebnis voraussagen. Pepper ist eine von vier Mäusen im Vivarium der Stiftsschule Amöneburg. Sie ist halt eigentlich die zutraulichste. Sie kommt schon an und lässt sich auf die Hand nehmen. Und weil Pepper so zutraulich ist, ist sie prädestiniert für die OP-Orakel-Arena, die Lehrer Bernd Steinebach mit seinen Schützlingen gebaut hat. Er war es auch, der das Vivarium im Jahr 2002 ins Leben gerufen hat. Okay, ich versuche hier Leben reinzukriegen in die Biologie. Dann habe ich erst so eine Pflanzenvitrine gehabt, da habe ich einen tropischen Regenwald reingebaut. Und dann standen da Schüler davor und sagten, ja, was ist hier für ein Tier drin? Und dachte ich mir, eigentlich schon wahr, ne? Die interessieren sich halt mehr für die Tiere wie für die Pflanzen. Und dann kam ich über Bromelia auf blauer Fallgiftfrosch. Und dann dachte ich, oh, das wäre ja mal spannend, vielleicht kann man da ja Fallgiftfrösche halten. Und ein halbes Jahr später hat man dann vier blaue Fallgiftfrösche. Zwar nicht in dem Ding, aber in einem extra Terrarium, und dann hat sich das so aufgebaut. Seit mittlerweile 16 Jahren besteht das Vivarium jetzt. 20 Tierarten gibt es. Von exotischen Fröschen über Schlangen bis hin zu den putzigen Nagern. In Amöneburg wird Biologie hautnah erlebbar. Ein ganz besonderes Erlebnis wird nun für Pepper die Weltmeisterschaft. Schließlich liegt das Schicksal der Fußballnation in den kleinen, flinken Füßen der Rennmaus. Man darf also gespannt sein, in welches Tor Pepper flitzen wird und ob die Schüler bald jubeln dürfen.